Und hallo und herzlich willkommen. Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft im Kreativmodus mit mir, dem Sleeper JK. Und leider Gottes muss ich euch wieder erzählen, dass ich wieder Scheiße gebaut habe. Und hab jetzt hier wieder und was Neues angefangen, weil ich habe eine Mod installiert, die die Taschen sortiert. Und ja, die hat dann sich gedacht, ja, mach mal, zerstören wir doch mal gerade das Spiel. Und dann bin ich dann wieder am Anfang gespawnt, obwohl ich da oben ein Bett hingestellt hatte. Das hatte ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Und ja, so ist das dann passiert. Und eins, ja, und so ist das halt passiert. Ich habe gesucht und gesucht und habe das nicht gefunden mehr. Dann hat sich durch diese Mods und diese Forge und da was, mein Computer kriegt das nicht gebacken ganz. Und ja, so musste ich dann nochmal neu anfangen. Das ist noch immer das Texturenpaket von Honeyball. Manches ist zwar, sieht zwar nicht so gut, also zum Beispiel, ja, das Einzige, was mich da dran, was ich nicht so da gut dran finde, ist so. Aber jetzt ja. Das Einzige, was mir dann nicht dran gefällt, sind die Falltüren und die, wie heißen die Dinger denn? Die Falltüren und die Glowstones. Aber ansonsten gefällt mir das alles. Sonst würde ich das ja nicht benutzen. Vielleicht kommt ja auch irgendwann mal ein Update und dann wird das wieder erneuert. Ich habe mir gedacht, dass man jetzt wieder mit dem Mittelalter-Thema. Ich habe mir jetzt hier so wieder eine freie Fläche gesucht. Wir haben auch Felsen und das alles, was wir alles so bauen können. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier auch anfängt wieder zu schneien. In dem anderen war ja Lava, hier ist alles wieder Wasser. Ist rundherum und so ein, ich glaube, um dem Plateau ist so ein kleiner Fluss. Hier haben wir so einen dicken, mächtigen Felsen, wo Schweine draufhausen. Da können wir auch noch was bauen drauf, später mal. Aber ich fange ja erstmal mit dem Häuschen da unten an. Da steht schon ein Bett unten. Das, wenn ich sterbe, sollte durch irgendwelche Monster oder so, wie diese Skelette, Spinnen, die aber ja nichts hier tun. Das Bett stellen wir gleich rein, ja. Oder stellen eins da rein. Das gehört ja dazu. Ja, ich mach schon Enderman. Hoffentlich klaut er uns nicht die Steine, die wir hier hingebaut haben. Nö, der geht einfach nur raus. Der sieht übrigens aus so wie das Slenderman, zumindest der Anzug. Ich habe Slenderman noch nie gespielt. Vielleicht will ich ja irgendwann mal ein Spiel. Mal gucken. Ein Horrorspiel meine ich. So, jetzt haben wir hier schon mal die Wände drin. Nochmal den Boden hier wieder rausholen. Ich mach wieder das Thema Mittelalter und und ab und zu wechsle ich auch mal das Texturenpaket, nur um euch zu zeigen, welches es gibt. Chroma Hills und das, was die meisten benutzen, dieses, was Pete Smith, Debitor und wie heißt der Kev und
Ach, weiß ich, eine Handvoll Leute da alles benutzen. Das war mein Handy. Naja, ist ja nicht so schlimm. Passiert ja manchen auch, dass das da einfach mitten in der Aufnahme ist. Nur eben kam meine Mutter rein und wollte Sachen machen, also Klamotten hier rausholen. Da schon der erste Begutachter. Ja, das sieht schön aus. Macht er gut. Ja, ich ärgere mich ein bisschen, aber so. Obwohl ich da so ein Dings aufgestellt habe, wo sind denn die Ziegelblöcke? Das ist alles so glitzerklein, ne? Für Musterbruchstein. Eis. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Ziegelsteinblock. Stellen wir das gleich mal auf Vollbild, ob es dann anders aussieht. Die Skelette sterben jetzt langsam. Ich schalte dann halt ab und zu mal auch mal diese Shader-Mods ein, die funktionieren ja einigermaßen. Komm weg. Hier kann man noch eine Treppe reinbauen gleich. Besten noch die Türen, ne? Aber da mache ich das gleich noch mal in der Druckplatte. Tschüss. Hab rein. Machen das gleich hier Mumien. Ach, nicht Mumien, Skelett und Creeper und Zombie. Sicher, dass die hier nicht mehr reinkommen. Ich glaube, solange die Türen und die Fenster zu sind, kommen die hier auch gar nicht mehr rein dann. Das ist dann hier das Haus, das erste Haus. Das ist vom, ja, Bürgermeister, keine Ahnung. Unser Haus. Da bauen wir eine kleinere Burg. Kleineren. Ja, kleinere Burg. Können ja auch Paläste hier bauen. Ne? Im Mittelalter gab es ja auch Paläste, glaube ich. Den Palast vom Sonnenkönig. Oder verdue ich mich da irgendwie? Kann man ja alles noch bauen. Bauen wir halt unsere Mittelalterstadt nochmal auf. Auch wenn wir da 10 Folgen von dem Ägypten-Dings haben, ist ja nicht so schlimm. Nehmen wir normales Glas bei der Tasse. Sorry. Jetzt sieht es auch nicht schlecht aus, ne? So hügelmäßig, da hinten stehen, glaube ich, Bäume. Der Baba. Oder sollen wir hier gl richtiges Glas machen? Dann habe ich noch dieses eins, too many items. Hier gibt es richtig schwarzes und rotes Glas sogar. Wo ist denn hier das normale? Da. Dann hat man. Naja. Das sieht wenigstens aus wie richtige Scheiben. War noch ein kleines Fensterbrett. So, hier noch ein paar. Machen wir die wirklich so hoch? Ich glaube, wir machen die ein bisschen tiefer. Ihr mal aufnehmen wollt, dann macht auf jeden Fall die Tür zu, weil irgendwann kommt einer rein und dann kannst du die Aufnahme wieder in die Tonne kloppen oder muss das rausschneiden, wenn die Leute. So, jetzt brauchen wir erstmal ein paar Treppen.
Dieter. Kessel, weiß ich. Heißen die Sachen jetzt hier, wo man auch so, wenn man Tiere hat. Was tauscht man denn da aus? Erde erstmal. Schon ein bisschen Terraforming, habe hier mehrere Schichten abgetragen, damit ich das Haus hier draufstellen konnte. Ich glaube, das wächst irgendwann mal nach. Oder wir können das hier austauschen auf der Seite zumindest. Das ist falsch. Dann noch eine Idee, aber erstmal setzen wir jetzt die Türen hier ein. Geht das nicht? Geht das nur von innen? Das kann doch. Okay, dann kommen die hier jetzt noch mal weg. Dann setzen wir hier noch mal zwei T. Manchmal weiß ich nicht. Jetzt kann man hier doch eine Tür reinsetzen. Was machst du eigentlich hier? So. Gut, wunderbar. Damit die auch immer von selber wieder zugehen, nochmal hier Druckplatten hin. Genau wie bei unserem Survival habe ich das, glaube ich, auch schon gemacht. Von innen am besten. Gehen die nämlich von selber zu. Sieht aber auch wie aus wie eine Fußmatte. Und so gehen sie wieder zu. So. Und jetzt brauchen wir noch ein paar Stufen. Auch in den gleichen. Können wir hier die Platten für austauschen. Damit wir hier so einen kleinen Weg schon mal runter haben. Gleich machen wir das Dach drauf, ja. Noch zwei Stufen vor. Nur mal so. Ja. Sieht ja schon brauchbar aus. Wie sah noch mit der Kies hier aus? Geht doch, ne? Dann machen wir noch mal gerade die Erde. Türen brauchen wir nicht mehr. Wenigstens gleich aus. Dann haben wir schon mal den Anfang gemacht. Versuchen wir die Folgen nur 15 Minuten zu machen. Oder ach, ich mache da wieder 25, ganz einfach andere. Und dann klappt das ja auch. So, jetzt müssen wir uns noch was ausdenken. Was wir für das Dach nehmen. Jetzt haben wir hier Akazientreppe. Ziegeltreppe. Nehmen wir doch auch da wieder Holz für. Diese hier. Fenster haben wir ja jetzt drin. Erstmal.
Ich hab da wieder eine Idee. Die Blöcke haben wir ja noch. Machen wir hier wieder. Machen wir hier wieder so ein Spitzdach drauf. Aber das alles machen wir dann in der nächsten. Ne, das machen wir nicht in der nächsten. Ach, komm. Ich bin ein bisschen weich in die Birne gerade hier. Sorry. So, jetzt machen wir hier mal weiter. Der Ton ist noch da. Und die Musik hat sich gerade verabschiedet. So, jetzt machen wir hier zwei so eine Treppen dran. Also hier Treppen hin, die dann für das Dach sind. Und dann machen wir hier wieder so Spitzdächer drauf. Können wir die Häuser ja alle ein bisschen größer machen. Oder unterschiedlich. Ist ja eigentlich egal. Wie und warum? Ja. Gerade mal kurz überlegt. Was ist denn? Ach ne, da hinten sind die Wolken vor den Bergen. Ich habe gedacht, da wäre jetzt wieder ein Grafikfehler. Aber sieht schon mal nicht schlecht aus, oder? Finde ich zumindest. Ja, so. Und dann hier. Das Schweben ist manchmal ein bisschen blöd. Gehen wir hier nochmal drauf. Klopft wieder einer. Sollen wir auch am. Vielleicht machen wir nur die Survival so 15 Minuten oder so. Aber die. Die. Na. Die Kreativ, die kann man irgendwie nicht so. Nur 15 Minuten machen. Ich will ja was zeigen. Ja, guck. Entscheide ich mich. So, jetzt haben wir hier hoch, 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 hoch. Ich hoffe, man hört das Klopfen nicht so sehr. Entschuldige ich mich schon mal, aber ich glaube, das stört ja nicht. Wir wollen ja erstmal hier genau gucken, was wir hier so machen können. So, hier wieder drei. Nur der hat hier seinen eigenen Kopf. Das Figürchen. Der Sleeper. Vielleicht mache ich mir auch noch selber so eine Figur da. Also selber ausdenken. Vielleicht. Wie sehen denn Schläfe überhaupt aus? Gab es so einen Film davon? Sleepers, ja. Ja, ich weiß, ich bin gerade wieder hier. Aber ich muss erst einmal ein bisschen warm werden mit dem Spiel. Oder konzentriere mich ja mal ein bisschen. Jetzt ist richtig. Hier noch eins drauf.
glaube, ich setze da was wieder. Hier muss man ehren, damit sie sich vermehren. Ey, man kann jetzt natürlich nicht erstmal woanders die Leisten festkloppen. Das muss man jetzt genau vor meiner Tür machen, damit ich mich aufreg und damit sie dann denken, ich bin. Ja, tut mir leid. Dann nehmen wir da gleich einfach für die Ecken zum Holz, normales Holz, das so aussieht wie das Naturholz. Nicht das hier, das geklöppelte Holz. Oder Holzlatten, die zusammengenagelt sind. Den Minecraft, ach nicht in Minecraft. Das ist hier Minecraft, ja. Machen wir das so wie bei dem ein wie bei uns in dem Survival-Mode-Haus-Dingens mit dem Stein vorne dran. Sah eigentlich ganz gut aus. Gucken wir uns das gleich nochmal mit dem Cobblestone. Vielleicht machen wir hier auch was anderes Texturenpaket rein. Dann kann ich das euch auch noch mal zeigen, wie das funktioniert, wenn man das hier sieht. Ist wieder dieses punktgenaue dran setzen, sonst hat man wieder verkackt. Ist aber auch das schwierigste Bauen hier. Hier braucht man wenigstens nicht so viel an der Gegend zu verändern. Macht man noch ein bisschen gerade und dann gucken wir, wo man da was hinsetzen kann. Gucken wir uns das auch noch mit dem Boden richtig an. Ach, mit dem, wie man dann die Wege hier verbinden. Denke mal, da oben würde gut so ein Schloss drauf passen. Wo dann hier unten dann alles so wie die ganzen Häuser hier diese jetzt verschwindet das Haus kurzzeitig aus ominösen Gründen und dann naja taucht doch gleich wieder auf das. Was ist denn hier los? Guck mal, da ist alles, fast alles da. Bis auf die Vorderwand. Warte mal, wir legen uns mal gerade hin. Du kannst nicht schlafen, ist. Ja, Moment. Das haben wir gleich. Weil jetzt sind alle Monster weg. Wo plötzlich? Einfach weg. Das Haus ist trotzdem noch halb unsichtbar. Naja, dann gucke ich mal nach, was man da wieder tun kann. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Hoppla.
Hoffentlich mit deinem ganzen Haus. Ach, da ist es schon. Okay, hat sich gerade aufgebaut. Okay, dann bis dann. Ciao.